Hallo, liebe Kufuzeier. Hier ist wieder eure Josie. Heute gibt es zwei Entschuldigungen, zwei Neuerungen und ja, auf geht's. Erstmal kommen wir zu unseren zwei Entschuldigungen. Zum einen, ich muss sagen, das letzte Video war ein bisschen, ja, nicht mein hundertprozentiger Stil. Ich habe da einfach erstmal nicht richtig geguckt. Das lag an meinem Setting und zum zweiten Mal war der Hintergrund nicht besonders toll. Heute habe ich ein bisschen anderen Hintergrund gewählt, auch ein bisschen umgestellt. Das kommt erst bei der Neuerung. Und die zweite Entschuldigung geht dahin, ich habe dort bei der Hitze nicht aufgepasst, wie ich aussehe. Und das ging überhaupt nicht, also dafür Entschuldigung, wird nicht mehr vorkommen. Ich passe jetzt auf, dass alles passt, wie es sein soll. Gut, das waren die beiden Entschuldigungen. So, dann zu den beiden Neuerungen. Die erste ist, dass wir hin und wieder mal einen Kameramann haben. Gerade wenn ich Sachen wie heute mit der Kameratechnik am Arbeiten bin, da passt es nämlich, ich kann euch die Kamera erklären, wenn ich die Kamera vor der Kamera zeigen will. Deswegen habe ich dann einen Kameramann, der mir dabei hilft. Das ist mein Mann und ja, vielleicht werdet ihr ihn auch mal kennenlernen. Und die zweite Neuerung ist, wie ihr seht, eine kleine Änderung im Setting. Ich stehe jetzt, habe mir extra dafür einen Tisch beigeschafft, den ich dafür benutzen kann und ich hoffe mal, dass das Ganze funktioniert. Und was noch eine kleine dritte Neuerung ist, ich achte diesmal auch ein bisschen darauf, mit was für einer Qualität ich aufnehme, nämlich mit 4K. Gut, dann kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist die Kameratechnik, hatte ich ja schon im letzten Video angekündigt, aber es geht heute wirklich nur um die Technik. Ich habe nämlich festgestellt, bei dem, was ich schon durchgeguckt habe, ich habe einfach zu viel, was ich in ein Video packen müsste und deswegen teile ich das auf. Heute die Technik, das nächste Mal dann das Drumherum, die Zubehörteile und so weiter, sodass ihr da alles, was ich habe, kennenlernt, soweit das halt möglich ist. Genau, gut. Also, meine Kameratechnik, die ich habe, fangen wir mit dem Body an. Das ist der hier. Das ist die Lumix DMC G81M. Das ist eine Kamera von Panasonic, eine MFT-Kamera, hatte ich ja schon gesagt. Einige Vorteile, die diese Kamera hat, sind 16 Megapixel Kamera. Sie hat einen 2,3 Megapixel großen Sucher, der ist hier, und entsprechend auch ein Display. Dazu kann sie 4K Videos und Fotos aufnehmen. Der Display, der hier hinten ist, der hier, der hat ein OLED Display. Genauso wie der Sucher. Ein weiteres Highlight dieser Kamera ist, sie ist wasserresistent. Und zwar nicht nur die Kamera, sondern auch die entsprechenden Panasonic-Objektive. Da kommen wir gleich dazu. Dann hat sie auch eine Panorama-Funktion. Das heißt, ich kann über eine Funktion in der Kamera größere Bildausschnitte aufnehmen, ohne dass ich einen zu großen Weitwinkel haben muss. Ist nämlich auch ein kleiner Nachteil bei den MFT-Kameras. Dann hat das Ganze einen stabilisierten Sensor. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, und das ist das, was mit der Kamera ist. Mit dieser Kamera werde ich arbeiten, während ich während ich euch das Ganze erkläre. Genau. So, dann kommen wir zum Kit-Objektiv. Denn ich habe mir die Kamera als Kit besorgt. Das Kit-Objektiv ist ein Panasonic. Klar, gehört auch zur Lumix, ja klar. Ist ein 12 bis 60 mm Objektiv, hat eine Blende von 3,5 bis 5,6. Ist eigentlich schon am oberen Ende des Weitwinkels angesägt und geht bis in den leichten Zoom-Bereich, weil bei den MFT-Kameras muss man natürlich wissen, da gibt es den sogenannten Crop-Faktor, der bei den MFTs 2,0 beträgt. Das heißt,
Dieses Objektiv auf einer Kleinbildkamera oder Vollsensorkamera würde ein 24 bis 120 mm Objektiv darstellen. Als nächstes haben wir dann mein Lieblingsobjektiv. Das Telezoom ist ein 100 bis 300 mm, Blende 4.0 bis 5.6. Ist für die Tierfotografie perfekt geeignet, weil man ohne nah ranzugehen die Tiere sehr nah ranbekommen kann. Und es hat schon ein schönes Gewicht, aber wenn man wieder umrechnet, ist es ein 200 bis 600 mm im Kleinbild oder Vollformat. Und dieses Objektiv in der Form für eine andere Kamera wäre riesig. Das ist also schön klein, handlich, kann man gut mitnehmen. Das dritte Objektiv, was ich habe, ist eine Festbrennweite. Das ist auch ein Objektiv von Panasonic. Das ist ein 25 mm Blende 1.7. Heißt also, es ist sehr lichtstark, ist dafür geeignet, um zum Beispiel in dunklen Räumen oder in Dunkelheit trotzdem noch gute Fotos hinzukriegen, ohne dass sie zu sehr verrauschen. Was ich vergessen habe bei den beiden Objektiven, dem Kit-Objektiv und dem Telezoom, diese beiden sind auch noch optisch stabilisiert, heißt mit der Kamera, die auch ja einen stabilisierten Sensor hat, kann man eine doppelte Dual-Stabilisierung hinbekommen, was die Bilder noch verwackungsfreier macht. So. Und jetzt komme ich zum absoluten Highlight. Das ist ein wirklich tolles Objektiv, nicht von Panasonic, sondern von Laowa. Das ist eine chinesische Firma, die tolle Objektive herstellt. Und zwar ist das ein 7,5 mm Blende 2.0. Das ist ein Ultra-Weitwinkelobjektiv im Normalfall, also im Vollformat, Kleinbild. Aber für die Panasonic MFT-Kamera ist das ein Weitwinkelobjektiv. Und es ist wirklich sehr weitwinklig. Und damit kann man also Aufnahmen machen, die eigentlich normalerweise mit einer MFT-Kamera nicht möglich wären. Das werden wir in meinen Kursen und meinen Videos noch zeigen. Dann werdet ihr das wunderbar sehen. So, das sind meine Objektive, meine Kamera. Natürlich habe ich auch noch ein bisschen andere Technik, wie zum Beispiel hier mein kleines Mikrofon. Das zähle ich aber zum Zubehör. Genau wie ein, zwei andere Sachen, die eigentlich Technik sind, aber trotzdem ich eher zum Zubehör rechne. Ja, das war es dann eigentlich auch schon fürs heutige Video. Mir bleibt nur zu sagen, wenn ihr Fragen zu der Ausrüstung habt, unten in die Kommentare bitte. In der Videobeschreibung habe ich zusätzlich auch nochmal alle Teile verlinkt. Das sind Affinity-Links. Heißt, wenn ihr darüber etwas, wenn ihr vor einem Kauf darauf klickt und etwas kauft, es muss nicht das sein, was ihr da kauft, oder was ich euch da verlinkt habe, sondern egal, was ihr dann da kauft, bekomme ich eine kleine Provision, hilft meinem Kanal. Ihr zahlt aber nicht mehr und ja, so könnt ihr den Kanal auch unterstützen. Natürlich weiterhin, wenn das Video euch gefallen hat, Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Natürlich wäre es auch schön, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, Glocke aktivieren. Mir bleibt also dann nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!